Seien Sie bitte so gut. Wir sind dabei. Wir sind uns einig, dass die Kommission so zusammengesetzt werden muss, dass sie politisch führbar bleibt. Und ich bin persönlich sehr froh darüber, dass die italienische Präsidentschaft die Frage der Stimmengewichtung exakt so sieht wie Deutschland, dass es nämlich dort beim Konventsergebnis bleiben muss. Das ist für uns eine Frage, wo wir nicht beweglich sind. La difesa dei suoi cittadini, ma possa anche essere un fattore di sicurezza, di pace, di prosperità nel mondo. È con la volontà di tutti di concludere questa fatica in modo positivo per un'Europa che sta facendo un salto storico, quello dell'allargamento ad altri 10 paesi e quindi quello della unificazione di ciò che il comunismo aveva diviso lungo 50 anni di storia. Ecco, credo che in questa prospettiva noi tutti ci auguriamo davvero che a Bruxelles, anche magari all'ultimo minuto, si possa trovare una soluzione, ripeto, di alto profilo per un'Europa che possa sedersi con pari dignità al tavolo di tutte le altre potenze mondiali. Mitgliedstaaten Union bezüglich Abänderungen des Verfassungsvertrages und die sind also eine. Ich bin immer bereit, mit José María zu sprechen, wenn das hilfreich sein kann. Wir sind ja in ständigem Dialog und das Gleiche gilt natürlich auch für andere. Wir haben noch ein Treffen mit dem französischen Staatspräsidenten. Das wird am Dienstag stattfinden. Am Abend des gleichen Tages ist der finnische Ministerpräsident hier. Natürlich wird es da auch um europäische Fragen gehen. Aber ich glaube nicht, dass wir das, was ich Ihnen heute gesagt habe, verändern. Danke.